Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Fear of a Wake Planet von Lachmann in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fear of a Wake Planet aus dem Jahr 2017 von Lachmann. Das Ganze in der Vinyl Edition. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. So einfach die Folie hier abzumachen. So, aber jetzt. Also, wir haben hier eine schwarz- bzw. dunkelgraue Vinyl Edition. Hier oben lesen wir in so einer Tagschrift Lachmann. Hier auch nochmals besser leserlich in weiß. Plus Orange Field, Fear of a Wake Planet. Orange Field, ja, das Produzententrio, das das Ganze mit Lachmann hier gemacht hat. Dann lesen wir unten auch nochmal in dieser Tagschrift Orange Field. Und hier noch das Logo von Ear Touch Entertainment. Auf der Seite lesen wir nichts, das ist glatt dunkelgrau. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Das auf A- und B-Seite aufgeteilt, also 7 Tracks auf der A-Seite, 8 Tracks auf der B-Seite. Dann haben wir noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, dann werden wir mal hineinschauen. Da ist noch etwas. Jawohl. So, aber jetzt ist das Ganze leer. Ja. Gut, also wir haben hier, wir fangen mal an mit der Vinyl. Einmal die Vinyl in einer weißen Hülle. Und die Vinyl klassisch in schwarz gehalten. So sieht das aus. Seite A, da lesen wir auch wieder Lachmann plus Orange Field. Und dann haben wir noch die B-Seite. Ident, nur eben, dass auf der A-Seite das Ganze in weiß geschrieben ist, Seite A, und auf der Seite B in orange. So, dann machen wir die Vinyl mal wieder in die Hülle. Zusätzlich zur Vinyl haben wir dann noch diese Seite hier, diese doppelseitig bedruckte Collage, sage ich mal. Also wir haben hier diverse Fotos von Live-Auftritten. Auf dieser Seite lesen wir Orange Field und auf der anderen Seite Lachmann, das Ganze quadratisch und schwarz-weiß gehalten. Also ja, Mini-Booklet-Einleger mit Fotos. Und dann erhalten wir noch diese CD. Steckling nennt sich das Ganze. Also so eine Papphülle, so ein Digisleeve. Lachmann, Orange Field, Fear of a Wake Planet. Also auch hier die 15 Tracks. Seite A, Seite B. Aha. Ah, okay. Gut, also die Tracklist 1 zu 1 hier abgedruckt, wie auch schon auf der Vinyl. Allerdings haben wir hier wohl kaum A- und B-Seite, sondern einfach nur eine Seite auf der CD, auf der wir dann die 15 Tracks finden. Gefällt mir gut, weil sonst ist das bei Vinyls ja meistens der Fall, dass man so einen MP3-Download-Code erhält. Aber in dem Fall CD, ich meine, ja, ist zwar nur so eine Papphülle, aber viel mehr, so ein Super Jewel Case oder so wird schwer in diese Vinyl reinpassen, deswegen vollkommen in Ordnung. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was wir alles erhalten. Einmal dieses doppelseitige Foto oder diese Fotokollage. Einmal Lachmann, einmal Orange Field in schwarz und weiß. Das Album Fear of a Wake Planet in der CD, in dieser Papphülle. Und natürlich die Vinyl
mit A- und B-Seite. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Fear of a Wake Planet von Lackmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lackmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.